Im 51. Teil unserer Airless-Tipps-Videoserie geht es um die Druckeinstellung an Airless-Farbspritzgeräten. Die optimale Druckeinstellung ist wichtig, denn zu wenig Druck bedeutet einen ungleichmäßigen Farbauftrag und auch eine ungleichmäßige Farbverteilung auf der Oberfläche, sodass nachgerollt und nachgearbeitet werden muss. Zu viel Druck erzeugt Farbnebelbildung, also Materialverschwendung und zusätzlichen Aufwand beim Abkleben. Im Video erklären wir euch, wie ihr zu wenig oder zu viel Druckeinstellungen erkennen könnt und wie ihr den Druck an eurem Airless-Gerät optimal einstellen könnt. Beim Spritzen mit zu wenig Druck kommt es zu einem ungleichmäßigen Spritzstrahl und das Ganze sieht man natürlich auch auf der Oberfläche. Die Farbe verteilt sich dort ungleichmäßig, das heißt mal mehr, mal weniger. In der Praxis sieht das so aus, dass man im Randbereich meist mehr Materialauftrag hat, also hier wie so ein Streifen, das Ganze nennt sich Fettkante oder Fingerbildung und im inneren Bereich des Strahls dann auch mal wieder weniger, das Ganze fleckig und ungleichmäßig verteilt. So lässt sich natürlich keine gleichmäßige Oberfläche erzeugen. Es ist notwendig, wenn man mit zu wenig Druck spritzt, unbedingt nachzurollen. In der Baustellenpraxis sehen wir immer wieder, dass der Druck viel zu hoch aufgedreht wird. Getreu dem Motto, viel hilft viel, wird der Druck sehr hoch oder bis zum Maximum hochgedreht. Und dadurch verspielt man viele Vorteile der Airless-Technik. Ist der Druck zu hoch eingestellt, erzeugt man unnötigen Farbnebel. Das bedeutet, die Farbe landet nicht auf der Wand, sondern ein guter Teil irgendwo im Raum als Nebel und lässt sich dann dort nieder. Das hat viele Nachteile. Zum einen natürlich eine Materialverschwendung, höhere Kosten. Zudem muss man aber auch mehr abkleben. Das Abklebematerial muss bezahlt werden und auch der Aufwand für das Abkleben und für die Entsorgung des Materials kommen dazu. Diese Fehler lassen sich durch die richtige Druckeinstellung leicht vermeiden. Dazu müsst ihr erkennen können, wann der Druck zu niedrig bzw. zu hoch eingestellt ist. Ist der Druck zu niedrig eingestellt, kann man das sehr leicht daran erkennen, an der ungleichmäßigen Farbverteilung und der Fettkanten der Fingerbildung, also dem zu dicken Materialauftrag am Rand des Spritzstrahls. Ist der Druck zu hoch eingestellt, wird es komplizierter, denn auch mit einem Druck, der zu hoch ist, könnt ihr ein schönes gleichmäßiges Spritzbild haben. Ihr habt nur den Nebeneffekt, dass es zu viel Farbnebel gibt. Hier gibt es die Möglichkeit, dass ihr zum einen mal ins technische Datenblatt des Farbherstellers schaut, also wie ein Beipackzettel für Medikamente. Da findet ihr Informationen zur Farbe, unter anderem auch Informationen zur Verarbeitung im Airless-Gerät, das heißt Düsenauswahl, aber auch die Druckeinstellung. Eine Alternative dazu ist die Airless-Tipps-App, eine von uns erstellte App, in der wir über 1000 Materialien zusammengefasst haben. Ihr könnt dort sehr leicht die wichtigen Daten fürs Airless-Spritzen finden, also Druckeinstellung, Düsenauswahl und so weiter. Verarbeitet ihr ein Material das erste Mal, dann würde ich euch empfehlen, einen Drucktest durchzuführen. Das heißt, ihr klebt euch an der Wand ein bisschen Papier ab oder wenn ihr sowieso schon was abgedeckt habt und Folie oder Papier hängen habt, könnt ihr das auch dafür nutzen. Ihr befüllt das Gerät mit Material und nehmt die Düse eurer Wahl und spritzt einen kurzen Streifen auf das Papier. Bei einem sehr niedrigen Druck, zum Beispiel bei einer Dispersionsfarbe, könntet ihr bei 60 Bar anfangen. Daneben legt ihr einen zweiten Streifen mit etwas mehr Druck, mit 80 Bar und einen dritten daneben vielleicht mit 100 Bar, wieder 20 Bar höher. Dann macht ihr das Ganze auch nochmal mit 120, 140, 160 oder auch 180 Bar. Dann könnt ihr die einzelnen Streifen mit verschiedenen Druckeinstellungen miteinander vergleichen und könnt euch das Spritzbild anschauen und dort das Optimale rauspicken. Ihr solltet darauf schauen, dass ihr eine gleichmäßige Materialverteilung habt, aber der Druck so niedrig wie möglich ist. Also so wie ihr eine schöne gleichmäßige Materialverteilung habt, habt ihr den richtigen Druck gefunden. Ihr solltet nicht höher gehen, also wenn ihr bei 100 Bar, 120 Bar einen gleichmäßigen Farbfächer bekommt, der das Material gleichmäßig auf die Oberfläche bringt, dann ist das eure Druckeinstellung und es ist nicht notwendig, noch höher im Druck zu gehen. Wir haben hier beispielhaft für euch einen Drucktest durchgeführt mit einer Innendispersionsfarbe und einer 517er Düse. Angefangen haben wir bei 60 Bar und sind in 20er Schritten hochgegangen, also 80, 100, 120 Bar und so weiter. Im Anfangsbereich, also bei 60 bis 80 Bar, könnt ihr sehen, dass die Farbverteilung sehr ungleichmäßig ist, dass wir die Streifenbildung, die Fettkante, die Fingerbildung am Rand haben. Und umso weiter wir den Druck hochdrehen, umso gleichmäßiger wird das Spritzbild. Ich würde hier auswählen einen Druck vermutlich so zwischen 120 und 140 Bar, vielleicht so 130. Ich glaube, da kann man ein gutes Spritzbild erzielen, wie ihr auch hier an dem Beispiel festseht. Den Druck hier höher zu nehmen, würde nicht unbedingt zu einem besseren Spritzbild führen, sondern nur zu unnötig viel Farbnebelbildung. Wenn ihr den Drucktest für eure Projekte so umsetzt,
könnt ihr den Druck immer optimal bestimmen für eure Projekte, für euer Material. Der Aufwand hält sich in Grenzen. Ihr müsst das auch nicht jedes Mal wieder machen, sondern vor allem dann, wenn ihr neues Material habt. Wenn ihr den Druck optimal einmal bestimmt habt, dann könnt ihr die Werte einfach übernehmen und schaut dann bei der Arbeit immer mal drauf, ob es noch passt. Abschließend noch ein Hinweis, es kann passieren, dass ihr das Airless-Gerät voll aufgedreht habt, also den maximalen Druck nutzt und ihr trotzdem kein brauchbares Spritzbild hinbekommt, also weiterhin die Streifenbildung und ungleichmäßige Farbverteilung habt. Das liegt dann daran, dass ihr ein relativ leistungsschwaches Airless-Gerät habt, das tritt auch häufiger bei Heimwerkergeräten auf. In dem Fall habt ihr nur die Option, das Material zu verdünnen. Gegebenenfalls könnt ihr eine kleinere Düse nehmen, da müsst ihr aber aufpassen, weil das dann vielleicht auch schneller zu Verstopfern führt. Wenn das alles nichts hilft, dann bleibt nur der Weg, ein leistungsstärkeres Airless-Gerät einzusetzen. Ich hoffe, das Video hilft euch dabei, eure Airless-Technik optimal einzusetzen, also Top-Oberflächen zu erzeugen und das Ganze bei möglichst wenig Farbnebelbildung. Solltet ihr in das Thema tiefer einsteigen wollen, besucht gerne eine von unseren Schulungen. Den Link dazu findet ihr unten mit allen aktuellen Terminen. Solltet ihr mehr Fragen zu dem Thema Spritztechnik haben, hinterlasst uns einen Kommentar, schreibt eine Mail, klingelt durch. Bis bald.